das Gerät, das hier liegt, das ist also das... Japan-Banjo. Mhm. Steht auch drauf hier. Das hat mir ein Freund Ende der 60er irgendwo aus Asien mitgebracht. Ja. Und das hast du immer schon gespielt? Das habe ich nicht immer schon gespielt, das ist auch ein ganz typischer Fall. Der Typ hat mir das mitgebracht. Ja. So, ne? Und ja, ich habe es gestimmt, aber du siehst ja, das hat irgendwie auch mit einer Schreibmaschine zu tun. Und, so, ne? Und wenn du Negativland kennst... Das hörst du also da, das ist so die... was ist es? Auf der zweiten Seite, die zweite Nummer. So. Also elektrisch, elektronisch... verfremdet, so dass du das ganz leicht wiedererkennen musst. Ich habe es auch später dann nochmal benutzt, auf der zweiten, ich weiß nicht genau den Namen des Titels, vielleicht Lila Engel, und auf der dritten, glaube ich, in jedem Fall nicht mehr benutzt. Aber es war halt so, ja, irgendwie fällt dir so ein Teil in die Hände und dann so der kindliche Umgang damit. So, ja, ja. Aber das war trotzdem, wenn man jetzt mal die erste Neuproduktion sich ansieht, wir hatten 4 Tage Zeit für die Aufnahmen, nach 2 Tagen hatten wir nichts Verwertbares auf dem Band. So, ne? So und dann halt hier ja, Glück gehabt oder Sternstunde oder wie auch immer. Und das hat dann eigentlich so alles andere ins Rollen gebracht. Weißt du? Wir hatten so ein bisschen Studio-Koller nach 2 Tagen, kennst du vielleicht auch. So, oh, wir müssen jetzt und oh, ne? Kommt irgendwie nicht so, scheiße. Ne? Naja, und dann kam aber der so und ab da liegt es dann so. Ne? Also schon ein ganz essentielles Teil. So, ne? Auch als Kontrapunkt eben zu, sagen wir mal, Hallo Gallo oder den ja mehr oder weniger ausschließlich schönen Sachen. So.